Hallo, liebe YouTube-Freunde, hier sind wir wieder. Great War Western Front. Im Januar 1915 stehen wir immer noch davor und wollen schauen, ob jetzt Lunéville unseren Angriffen standhalten kann. Ja, wir haben unsere Truppen zusammengezogen in Colmar, Saarburg und Moragne. Und jetzt bin ich am Überlegen, aus welcher Richtung stoßen wir denn dazu? Ich würde sagen, wir fangen erstmal, da die Truppen relativ gleich stark sind, fangen wir an, aus Colmar dort zuzugreifen. Dort haben wir 5 Elite-Infanteriekorps und ein Wehrpflicht-Infanteriekorps. Das sollte doch was werden. Dann werden wir mal schauen. Oh, hoho, die rechnen mit einer Niederlage für uns. Dann werden wir mal sehen, ob das denn wirklich so ist. Die haben dort, in der letzten Runde waren dort 3 Korps in der Region vor. Und jetzt sind es 2, jetzt sind es 3. Eins mehr, also haben sie hier Verstärkung hingezogen. Ich will mal hoffen, dass wir dort jetzt natürlich ein bisschen aggressiver da vorgehen können mit unseren angezogenen Truppen. So, was ist definitiv nicht passiert? Wir haben B nicht gehalten. So, müssen wir unser Grabensystem ausbauen? Ja, ich würde das Grabensystem ein bisschen. Ich möchte es eigentlich nicht zu sehr ausbauen, weil wir eigentlich Lunéville sehe ich eher als, ich nenne es mal so, als Sprungbrett. An, da möchte ich mich lange nicht, eigentlich nicht lange beschäftigen damit. Gut. Werde relativ in frontnah die Artillerie aufstellen. Da möchte ich nämlich so, da sind wir doch mit den schweren Artilleriegeschützen, können wir beide erreichen. Leichten auch. Und jetzt werden wir die Wehrpflichtigen, also Elite-Soldaten und Wehrpflichtige haben zur Verfügung. Ich werde erstmal ein paar Eliten spammen. Damit möchte ich eigentlich nichts mit irgendwelchen Defensivaktionen zu tun haben. Das werden die hoffentlich gemanagt bekommen. Und die Rekruten kommen hier hinten hin. So, volle Mannzahl erreicht. Und dann werde ich sagen, gehen wir in die Schlacht. Ich würde es so halten wie beim letzten Mal. Wir versuchen B wieder einzunehmen und über B dann entweder C oder rüber A. Werden wir mal sehen. Vielleicht gibt uns ja auch der Ballon. Wie wenig doch im Geiste der Angst erreicht werden kann. Genau, deswegen nur mutig nach vorne. So, jetzt sehen wir mehr. Wir sehen gut positionierte. Wir können ganz weit reinschauen. B ist relativ tief besetzt. Viele französische Infanterie. Aber B hat keine Maschinengewehre. Die sind bei A. Das sind doch schon riesige Grabensysteme, die da angelegt wurden. Wo wir da noch nicht, die haben noch nicht die Verbindung zu den Gräben da hinten. Gut, was ich aus jeden Fall machen werde.
Ich werde sofort mit der Bombardierung ihrer Ballons starten, weil die möchte ich gerne blind haben, um meine Absichten zu verschleiern. Und jetzt mögen die Schlachten beginnen. So, das hat natürlich schon Wirkung gezeigt. Die sind ja halb weg. Warte ich, bis die Leichte lasse ich mal hier drauf bomben. Das ist zwar jetzt die leichte Artillerie, die eher wenig Schaden macht, aber vielleicht schaffen die beiden das ja auch, den Ballon auszunehmen. Und er brennt. Das ist gut. So, da gibt es dafür die Feuerwalze. Das ist gut. In der Zwischenzeit können wir schon mal die Truppen in die Gefechtsaufstellung bringen. Da ich B einnehmen will, kann ich die Seite auch schwächen. Und wir werden auch den seitlichen Schutz hier ein wenig verringern. Ich hoffe, dass da jetzt nicht zu viel Widerstand kommt. So. Ballon ist auch vernichtet. So, wie gehen wir dann vor? Ich werde erstmal die. Ah, da ist ein MG-Nest, das habe ich übersehen. Das MG-Nest werden wir natürlich mit Artillerie bearbeiten. Und dann geht es dann mit der Infanterie dort vor. Ich werde natürlich die ersten Linien mal ein bisschen bearbeiten. Das Zentrum vor allem. Und wichtig ist, also das MG möchte ich da nicht haben, das macht zu viel Schaden. Wenn wir denn einmal in den Gräben sind, hoffe ich doch mal, dass wir dort gut vorankommen. Im Grabenkampf würde ich dann entsprechend die Leute hin einfach ranziehen. So, dann holen wir noch mal die schwere Artillerie. Werden wir hier reinlegen. Ich habe nicht vor, die komplett zu schwächen, zu zerstören mit der Artillerie, sondern ich möchte sie an dieser Stelle nur schwächen, weil hier die hat jetzt etwa nur die Hälfte der Stärke und das ist doch, ich denke, für den Angriff durchaus hilfreich. Und gibt uns halt einen Vorteil im Grabenkampf. Ja, die pumpen das auch zur Hälfte runter, das ist gut. So, ob das ausreicht, das kann ich natürlich nicht sagen. Das ist natürlich schon eine starke Truppe. So, ich werde nochmal Sperrfeuer reinlegen. Mal gucken, wie das so funktioniert. Da noch eine Feuerwalze rein.
Ja, da gibt's noch was. So, ich will nochmal ausprobieren, ob wenn ich den dazwischen setze, ob beide dann unterdrückt werden. Das wäre wichtig zu wissen. Ja, werden sie. Weil dann kann ich nämlich die verschiedenen Reihen gut blockieren. So, jetzt warten wir die Abklingzeit ab und dann wird angegriffen. So, dauert noch ein bisschen. Dann fangen wir mal an mit der Offensive. Werden diese Kollegen, diese Truppen, werden diesen Graben einnehmen. Die werden den Graben gehen. Die werden diesen Graben übernehmen. Und ich habe der sich die Truppen, die ja, das wird zu viel. Die würde ich hier lassen. Gut, werden wir mal gucken, was es wie es läuft. Los geht es. Die Truppen setzen sich jetzt langsam in Marsch. Und ich werde gleich den Feuerbefehl für die Artillerie geben. Dem Niemandsland. So, die gegnerische Artillerie ist aktiv. Die konnten wir leider nicht identifizieren. Ich werde die Feuerwalze erstmal hier reinsetzen und eine hier Sperrfeuer reinlegen. Ich hoffe, dass ich damit die meisten Feinde erstmal unterdrücken kann. Da, ja, man sieht, die Unterdrückung funktioniert. Ich hoffe, dass wir schnell in die Gräben kommen. Ich werde hier noch eine Unterdrückung reinwerfen. Und jetzt müssen wir mal schauen, die müssen schnell in die Gräben kommen. Ansonsten wird es ein Desaster. So, die ersten Truppen erreichen die Gräben. Die müssen wir schnell nehmen. Und dann da drinnen verschieben. Ja, rein mit euch in die Gräben. Den nächsten auch rein mit euch in die Gräben. Ja, da ist erbitterter Grabenkampf. Sperrfeuer reinlegen. Ganz wichtig, wir müssen hier schnell schauen, dass die Truppen möglichst wenig hier. So, hier werden wir vorrücken. So, die schwere Artillerie kann gerade noch nicht. Hier kommt rein. So, ihr müsst hier rein. Das ist ein wirklich. Jetzt gucken wir mit den. Da werden wir noch reinfeuern. Ja, das wird was hier. Wie sieht es aus?
Dann die leichte Artillerie kann unterdrücken. Wo wird geschossen? Hier wird gekämpft in den Gräben. Oh ja, das ist ein Gemetzel. Es sieht aber so aus, als ob wir erstmal generell in den Gräben drin sind. Ihr müsst weg, ihr müsst da schnell weg. So, ich würde die noch ein bisschen umgruppieren in den Gräben. Wo ist Sperrfeuer? Da treffe ich sogar die eigenen. Oh, das ist ein Kampf. Fast episches Ausmaß. Ja. So, hier. Ihr kommt hier rein. So, das sieht gut aus. Ihr kommt hier hin. Ich brauche neue Truppen. So, ich muss unbedingt Truppen wieder vorziehen. Die Linien müssen aufgefüllt werden. So, es hilft nichts. Die Artillerie muss arbeiten. Wo ich da noch einfach erstmal viel, so viel wie möglich. So, Verstärkung ist da drinne. Ja. Da werde ich da angreifen. Ich möchte den Teil des Grabens eigentlich gerne eingenommen wissen. So gut. Ich werde die Artillerieschläge jetzt auf den hinteren Bereich. Oder nein, ich warte erstmal ab. Ich warte erstmal ab. Das möchte ich ja nicht. Den müssen wir erstmal einnehmen. Und dann schauen wir mal, wie es sich ergibt. So. Ich möchte gerne die Elite-Truppen da drin haben. Die lasse ich. Die müssen im Zweifelsfall Angriffe covern. Und ich ordere mal ein paar neue Truppen. So, rein in die Gräben. Das haben wir. Gut. Dann die beiden Truppen werden hier vorgeschickt. Dann werde ich die Feuerwalze hier drauf nehmen. So, ansonsten verhält sich der Gegner relativ passiv bis jetzt. Das ist gut. So. Dann haben wir die Gegner nachgeführt. Die Gegner, unsere Truppen nachgeführt. Das ist gut. So.
Da wird gekämpft, das ist auch gut. So, mit den beiden. Ziehe ich die langsam nach. Das ist gut. Ja, die ziehe ich vor. Das ist gut. Artillerieangriffe, den müssen wir möglichst schnell wegziehen. Ich hoffe, dass wir das jetzt diese beiden hier noch holen. An der Seite ist passiert hier erstmal nichts. Ihr kommt zurück. Ihr kommt hier hin. Oh, ein französischer Angriff. Ich will mal da direkt mal was unternehmen. Also die sollten gar nicht rankommen. Was ich schon mal mache, dieses MG-Nest kriegt mal ein bisschen Beachtung. So, läuft gut. Der Graben könnte auch unserer werden. Ja, die Schwachen. Und da hole ich noch mal. Wir sind eingetroffen und warten auf Befehle. Gut. So. Dann werde ich mit der Artillerie, ich werde wahrscheinlich die C einnehmen müssen. Die einfachen Grenadiere, dort habe ich, das ist eigentlich wenig. Das, ich hoffe, dass das hält. Neun Minuten haben wir noch. Ah, die Franzosen wollen uns auch mit der Artillerie behaken. Wenn man da mal wüsste, wo die Artillerie steht, das wäre viel wert. So, das MG-Stellung ist hoffentlich bald Geschichte. Das MG-Nest ist ausgeschaltet. Sperrfeuer. MG, da ist ein MG. Ai, 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 ai. Da haben wir zwei MG-Stellungen.
Rein in den Graben, los! Eieiei, das wird ein harter Kampf. Ich weiß nicht, ob der Angriff. Der Angriff war jetzt nicht so sinnvoll. Wir sind's. Ich hab, bin mit zu wenig Truppen da reingegangen. Jetzt müssen wir schauen, den Gegner möglichst nochmal an der Stelle schwächen. Also diese zwei MGs müssen wir ausschalten. Das ist alternativlos für den weiteren Angriff. Und ich muss die Truppen quasi aufstellen. So. Da kommen wir nicht drum herum und die MGs müssen weg. Da kommen wir hin. Ja, da kommen wir hin. Wie sieht's da aus? Ja, die haben uns da ziemlich zugesetzt da an der Stelle. So. Truppen stehen bereit. Die müssen wir ein bisschen auseinanderziehen. Tja, sieht nicht so nach einem deutlichen Sieg aus, muss ich ganz ehrlich zugeben. So, worauf warten wir? Wir warten auf die Artillerie. Ich möchte eigentlich diesen Bereich noch nehmen, die C. Das möchte ich eigentlich gerne noch nehmen, um damit auch, sag ich mal, einen leichten Sieg zu bekommen. Das ist, glaube ich, notwendig, um unsere Moral zu haben. Und ja, ich brauche Fortschritte hier. Wichtig ist, die MGs müssen ausgeschaltet werden. Unser Nachschub ist so gut wie aufgebraucht. Naja. Ich hoffe, dass es den Franzosen da nicht viel besser geht. Ich werde an der Stelle nochmal abwarten, dass wir die schwere Artillerie haben, weil ich kann die. Da müssen wir schauen. Die schwachen Truppen, die schon hier einiges abbekommen haben, die müssen ersetzt werden. So, gut. Jetzt Klarin wieder klar. Ja, dann nächste Runde. Die Feuerwalze geht klar daran. Und jetzt MG-Nester zerstört. Die nehme ich auch hier raus. Und dann greifen wir an, wenn die nur die Artillerien wieder einsatzbereit sind. Die sind jetzt in der Wiederauflademodus, werden jetzt vorbereitet, um neue Projektile gegen den Feind zu setzen. Hier, oh, die nerven mich da. Aber vielleicht gibt es da ein bisschen Ruhe, wenn wir C eingenommen haben. Das ist schon ein Gemetzel.
Gut. Wir werden mit den hier den Graben annehmen und ihr geht auf den Graben zu. So, im ersten Go hier die schweren Artillerie wird da sich die vornehmen. Jetzt gehen die aus dem Graben raus. Da werde ich Ihr werdet zwei Abteilungen von denen werden gleich das Feuer erwidern und die anderen stürmen weiter in den Graben. Jetzt habe ich hier den Nachteil, dass ich die nicht blockieren konnte, aber ich hoffe, dass wir schnell in den Graben kommen. Zwei, rein, 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 rein. Hier geht's rein. Ihr müsst auch rein. Langsamer, langsamer, langsamer. So, jetzt habe ich das ganze Ausmaß der Katastrophe erstmal gesehen. Hier werden wir Sperrfeuer reinlegen. Und hier in diese Kreuzung kommt auch Sperrfeuer. Die würden wahrscheinlich für die nächsten Runden sehr beliebtes Ziel, um sie einzudecken, auch mit den schweren Artillerien. Was brauche ich? Die rücken vor. Im Endeffekt werde ich euch auch hier drinnen brauchen. Ihr kommt rein. Eieieiei, die Spannung steigt, ob wir uns da noch durchsetzen können. Apropos, ich brauche sicherlich Nachschub. Da habe ich nochmal mehr Verstärkung. Muss natürlich gucken. Scheiße, keine Artillerie mehr. Keine Artillerie mehr. So, kommt rein in die Gräben. Das ist der Grabenkampf. Passiert an der Rest der Front was? Nein, da ist ruhig. KI noch mal ein bisschen beschäftigen. Den lohnt sich's gar nicht anzugreifen. So. Aber mit denen muss ich in die Gräben rein. Rein damit. Rein mit euch. Kommt. So. Oh, die Franzosen, die holen ja ihre ganzen Reserven hier raus. Und jetzt habe ich keine Artillerie. Das ist ein taktischer Fehler gewesen, dass ich die Artillerie quasi verbraucht habe. So, rein mit euch in die, rein in die Gräben. Ja. Also ich bin nicht wirklich optimistisch an der Stelle, ob wir hier die Front halten können. Ich werde hier zumindest die Infanterie mal so weit vorholen, dass wir hier zumindest eine gute Verstärkung haben. Kommt hier noch was? Nee. Eine Elite-Infanterie, die wird es in 2 Minuten wahrscheinlich nicht mehr hier vorschaffen. So, wie sieht es hier aus? Hier kommt er rüber. Ihr müsst auch darüber.
Oh, werden wir den Kampf hier noch für uns entscheiden? Ach, mit Artillerie hätten wir jetzt hier schon, könnten wir den Unterschied machen. Die werden neu, die gruppieren sich neu. Ich hoffe, dass wir diese Gruppe dann aufhalten können. Da wird geschossen. Oh, ja. Da gehen wir hier vor, um die zu unterstützen. Die machen, nein, die tut schon ihr Bestes. Ja, die sind jetzt wieder in den Gräben reingekommen. Gräben reingekommen. Eieieiei. So, hier. Da, die möchte ich hier aus dem Graben wieder raus haben. Ich kann keine frischen Kräfte mehr heranführen. Das wird hier vorne wird es eine Niederlage werden. So, wir werden hier unterdrückt. Ein massiver Gegenangriff. Guck mal, hier steht die Artillerie. Hätte ich das eher gewusst, hätten wir die sicherlich ausschalten können. Aber die Franzosen werden auch aufgrund der begrenzten Zeit hier B nicht mehr wieder einnehmen können. Das ist, halte ich für ausgeschlossen. Aber wir können auch B nicht halten. Also wenn die jetzt weiter so angreifen, ist das quasi aussichtsloses Unterfangen. Die kommen, haben jetzt die Gräben erreicht. Die würde ich quasi, ja, nee, die lasse ich da erstmal noch angreifen. Wie viel haben wir noch? 24 Sekunden. Aber dieses, die kommen da auch nicht hier. Das wird schwierig. Den Graben B werden wir halten. So, da bin ich gespannt. Also das war ein mörderisches Gefecht. Ich bin gespannt, wie das Ergebnis ausfällt. Wir haben keinen Stern, finde ich. Wir haben einen Patt. Ja, das ist auch ein Patt gewesen. Verluste der Alliierten 9000 einfache Infanterie und wir haben auch 8500. Eieieiei, das war wirklich ein Gemetzel. Ja, würde ich sagen. Da ist unser Angriff erstmal zerschellt. Bringt uns nicht weiter. Allerdings würde ich sagen, aus Mohanje. Dort, ja, beim letzten Mal hatten wir die Chance auf eine Niederlage. Jetzt sind wir schon bei dem Patt. Na, guck dir das mal an. Mal gucken, ob wir den Patt auch erreichen. Was mich verwundert hat, also wir hatten ja beim letzten Mal das eine, die eine gegnerische Befestigung schon eingenommen. Die wurde aber jetzt nicht mehr eingenommen gezeigt, als wir jetzt in die neue Runde gekommen sind.
Finde ich schade, weil das wäre ein guter Ausgangspunkt gewesen. Jetzt haben wir im Endeffekt die ähnliche Situation. Wir werden wahrscheinlich, oder ich werde für mich wieder A in Angriff nehmen. Wir müssen. Ganz klar gut scouten. Schwere Haubitzen. Leichte Hauben. Alles abgedeckt. Aber gut, wir müssen auch da ein bisschen. Erstmal die einfachen reingepackt und wir im, hier im Süden packen wir mal ein bisschen. Ja, ihr kommt zu spät zur Party. Nein, ihr kommt nicht zu spät. Ihr kommt alle dran, würde ich sagen. So, hier habe ich alle ausgefüllt. Wir hier noch Gräben? Ne. Dann beginnen wir mal die Schlacht. Ein gewonnener Kampf ist einer, von dem wir nicht zugeben, dass wir ihn verloren haben. So, hoch mit dem Ballon. Und klar, wir müssen hier. Ich werde vom Süden hier rangehen. Was clever ist, weiß ich nicht. Gut, dann gucken wir mal, was der Ballon uns zeigt. Es wäre schön, wenn wir gegnerische Artillerie oder. Ah, was haben die hier denn für eine Linie aufgebaut? Ein Aufklärungsballon. Jetzt sieht mir, dass die Truppen zumindest ihren. Ihre. Malus bekommen. Da, das Rote. Da haben sie weniger. Zweiter Ballon. Genau, diese Feuerwalzen möchte ich unbedingt geben. Denn diese Ballons kosten auch immer 150. Das kann nicht sein, dass die sich die immer neu leisten können. Das würde mich ja eigentlich wundern. So. Da haben die schon ein ausgeklügeltes Grabensystem da entwickelt, die Franzosen. Das möchte ich ja nicht dort schon mal angehen. So ist der Oberballon. Abgeschossen, auch noch nicht. Habe ich hier nicht mit den Schweren drauf geschossen? Verziert. Naja. Gut. Den. Der sollte zumindest. Also wenn es den nicht erwischt, wüsste ich auch nicht. Den werden wir gleich nachgehen. Ja. Und wichtig ist, sollen mal die Infanterie nicht so untätig sein. Diese Stellung gehört neue Befehle.
Ja, bewegt euch mal dahin. Und diese. Das wird auch wieder ein. Das wird da eng. Aber zumindest habe ich die ihren Ballon jetzt erledigt. Gut. Da werde ich die Feuerwalze einmal auf die ersten Linien geben. Möchte da eigentlich gerne in die Gräben kommen, ohne massive Verluste zu erleiden. Und wir haben ja hier ein relativ langes Grabensystem. Und da gibt es viele Einstiegsmöglichkeiten. Das ist gut. So, machen wir hier noch eine. Das gefällt mir sehr gut. Wenn ich dann noch die letzte Feuerwalze hier habe, da würde ich dann mit dem Angriff beginnen und versuchen, in die Linien reinzukommen. Dafür ist natürlich auch muss die schwere Feldartillerie natürlich quasi auch nachgeladen haben. Und dann würde ich diese massierte Angriffstruppe dort loslegen lassen. Gut, was man halt feststellt, mehr Artillerie wäre besser. Mehr Artillerie wäre besser, um dort den Schutz der oder die Deckung zu geben. Das ist ihr versucht hier reinzukommen. Ihr versucht hier reinzukommen. Ihr versucht hier reinzukommen. Und ihr versucht hier reinzukommen. Dann warten wir mal ab, was passiert. So. So, die gegnerische Artillerie ist da. Da wollen wir mal gucken. Die werden doch den Graben da nicht freilassen. Die Feuerwalze werde ich hier jetzt beginnen. Da habe ich mir doch gedacht, da ist auch was. Die beiden sind gestorben. Und da werde ich versuchen, hier die Schnittstelle reinzuschießen. Das MG, eine Überraschung. Oh oh. Oh oh. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir in die Gräben kommen. Ein wildes Gemenge geht los. Kampf in den Gräben. Dann gucken wir, dass wir da halt in den Gräben reinkommen. Haben wir. So. Keine Artillerie bereit. Gut. Das sieht gut aus. Ihr kommt da rein. Dahin.
Rein. Gut. Kriege ich die ganzen jetzt rein in die Linien? Das hoffe ich doch mal. Brauchen wir Nachschub? Ich werde erstmal den Nachschub hier ranstellen. Artillerie ist noch nicht bereit. Artillerie ist noch nicht bereit. Das ist nicht gut. So, wir sind in den Linien selber drinne. So, wie sieht's aus? Gut, hier hinten ist viel MG. Dort müssen wir erstmal Sperrfeuer reinlegen. So. Da werden wir. Gut, wir sind in den Gräben. Das ist erstmal viel wert. Gut, wie schieben die sich denn da rum? Ich gehe davon aus, das MG, das gefällt mir gar nicht. Also wenn, können wir hier vielleicht einsteigen. So. Da möchten die Söhne hoffentlich nicht. Die bleibt bitte drinne. Die bleibt drinne. So. Da muss ich hier die, also ich muss die Kollegen hier mit dem MG hier wirklich bearbeiten. Ja, hier sieht's gut aus. So, die Kollegen, hier kommt, findet den Einstieg hier. Ja, ihr kommt teilweise zu spät, aber für euch ist, seid euch sicher auch noch genug da. Da mache ich mir mal gar keine Gedanken. Ja, das wird. Also das ist ein wieder ein. Das ist ja wieder mal ein Hin und Her. So, wie sieht's aus? Die Franzosen führen die Kräfte ran? Nee, so richtig nicht. Da werden wir einfach mal die MGs nochmal angehen. Oh, jetzt sind sie wieder Grabenkampf. Wo ist unsere Verstärkung? Ja. Gut, das sieht gut aus. Ja, ein MG ist rausgenommen. Sehr gut. Das MG nehmen wir auch noch raus.
Ich hoffe, dass wir dort zumindest erstmal halten, bis die MGs ausgeschaltet sind und wir Truppen sinnvoll nachführen können. Die MGs sind ausgeschaltet und jetzt müssen wir mal schauen, wie wir uns, soll sich's beruhigen, ein bisschen beruhigen lassen, den Kampf. Könnte durchaus hilfreich sein, dass wir die und wir hier noch welche? Ja. Die lassen wir erstmal reinbringen. Ja, da werde ich hier erstmal ein bisschen einfach Sperrfeuer reinlegen und hier hinten mal. Gut. Da kommen noch Truppen. Ja, Verstärkung kommt ran. Und jetzt können wir mal schauen, dass wir ein nach dem anderen mal im Grabenkampf vorschieben. Ja, du kommst vor. So. Die sind dann im Grabenkampf verwickelt. Ist gut. Der Stau. Gut, hier, was machen die? Also, da ist wirklich Stau. Also, das ist irgendwie nicht realistisch, aber gut, werden wir mal gucken. Die werden sich auch hoffentlich entflechten. Und in der Zeit bin ich eher nicht ganz froh, dass wir die Truppen ranführen können. Ja, wird nicht so marschiert wie in der Kaserne, sondern wir sind im Schlachtfeld. Neue Truppen ranzuführen ist. Da sind wir, denke ich mal, in dem. Da werden wir dann die Position dann doch ein bisschen verbessern können. Und hier hinten werde ich da erstmal eine Feuerwalze nach den anderen auf den einprasseln lassen, um die aus den Gräben zu bekommen. So. Wie sieht es denn da aus? Ein Gewusel ist das. Den machen wir raus. Wenn wir da reinkommen, könnten wir durchaus sein, dass wir dort endlich mal Platz haben, um in den Gräben zu agieren. Dass wir den quasi aufrollen. So, der Nachschub wird rangeführt. Ja, jetzt sind wir in dem Graben drinne. Und jetzt können wir quasi
den Graben einnehmen. So, und der gehen wir hier drüber. Ja, hier Angriff. Und wir werden hier reingehen. So, sehr gut. Hier hinten wird uns unsere schwere Artillerie. Da kommen wir hoffentlich raus damit. Da haben wir A eingenommen. So, sehr gut. Die werden dort beschäftigt sein. So, hier könnte es sein, dass wir da nochmal ein Fechterchen haben. Da würde ich mich aber hier vorstürzen. Ja. Ich hoffe, dass wir uns da eben durch die Gräben nach vorne kämpfen. Ah, und die sind auch aufgegeben. Das rein mit euch. Hierhin. So, und wir werden... Die müssen wir mit leicht unterdrücken. So. Dort kriegen wir im Endeffekt überall Leute reingesetzt. Ohne raus zu müssen aus den Gräben. Das muss es gewesen sein für A. Okay. Aber die sind, wenn die so ankommen. Sorry. Es reicht nicht aus. Die sind ja sinnlose Anlaufen auf die Schützengräben. Das funktioniert nicht. Ja. Die werden dann vernichtet. Werde die zurückziehen. Das ist geht nicht anders. Kontrollpunkt A erobert. Sperrfeuerwalze. Aber es reicht aus, die kommen so schon nicht durch. Ja, die französische Infanterie, also die können ja die Selbstmordangriffe natürlich gerne machen, aber das bringt die nicht weiter vor. So. Artillerie. Die Frage ist, haben wir jetzt noch die Kräfte, um diese Stellung hier allein zu nehmen? Ich glaube, haben wir nicht. Die fehlt mir. Die fehlen mir total. Also ich kann mir nur vorstellen, dass wir die quasi mit behaken.
mit der Artillerie, aber ich glaube nicht, dass wir die wirklich jetzt angreifen können. Ich werde mit einer Truppe mal scouten gehen, ob wir hier noch was erreichen können. Auf der anderen Seite ist dieser Graben, den die da haben. Der verlockt. So hier reinzukommen. Das ist verlockend. Gucken mal vor. So. Gehen lässt. Wir sind unterwegs. Bewegt euch. Wir müssen los. Seid bereit, Feuerweiche klar machen. Die hier. Das könnte ein Fehler sein, diese Stellung so zu bauen. Aber jetzt komme ich hier, komme ich nicht rein. Kann ich die hier? Nee, kann ich auch nicht. Dann mache ich hier ein Sperrfeuer und dann mal gucken, vielleicht komme ich. Dann werden wir mal uns weiter vor die so. Mal sehen, was wieder passiert. Ah, guck, wir scouten da sogar die zweite Artillerie von denen. Das gibt's doch nicht. Schaffen wir die kaputt zu machen oder zumindest? Ah, das haben wir natürlich nicht geschafft. Aber das Wichtigste ist, wir haben die Artillerie gescoutet. Das ist ja fast noch besser. Ah, das darf ich, das ist natürlich. Das ist natürlich ein Fehler. Rein mit euch, ihr natürlich. Gefechtsformation nicht so nah beieinander, weil euch trifft ja die Artillerie. Eieiei. Wenn wir da in den Graben kommen. Ja. Ja. Rein damit. Und wenn die schweren... So, ihr kommt da rein. Und jetzt mal schauen. So, dann bin ich immer gespannt, was da passiert. Der Graben ist unsere. Das wird hoffentlich ein ganz schnelles Ding werden. Rein mit euch in den Graben.
dann mal schauen. Da bin ich gespannt. Und jetzt müsste ich die Schwere in die Elite-Infanterie reinholen. Und die kämpfen quasi jetzt im Graben. Jetzt müssen wir uns vorkämpfen. Eieieiei. Werden wir vielleicht noch das Hauptquartier holen? 5 Minuten. Wo können wir hier noch Sperrfeuer? Da ist noch genug da. Ja, feuern wir. So, die leichte Infanterie ist da noch drinne. Ja, die müsst ihr halten, das ist wohl richtig. Die Frage ist, ob wir jetzt mit der Artillerie gleich noch einen Schlag hier gegen machen müssen. Mach mal. Bam. So, dann ihr rein in den Gräben und ihr kommt jetzt nach. Das wollen, den wollen sie wirklich haben. So, wie sieht's hier aus? Grabenkrieg. Erbittertste Form. Ja, da machen wir uns bereit und ihr kommt direkt rein. So, wie sieht's hier aus? Du kommst ja auch nach vorne. Brauchen wir mehr? Ja, wir brauchen mehr. Ja. So. Gut, die schwere Artillerie ist noch nicht da. Rein, Sperrfeuer. So. Dann nehmen wir die, du kommst da rein. Ja, die Feuerwalze, rein damit. Gut, da kommen die nächsten. Gut, Angriff. Ja. Bei den Franzosen ist auch ein Durcheinander. Die kommen da raus. Das ist natürlich ein gefundenes Fressen für uns. Wenn wir uns hier durchkämpfen. So, das ist gut. Kommen wir hier da durch in der Linie? Das ist gut.
So, langsam geht es da vorwärts. Ja, jetzt müssen wir die neuen hier vorziehen. Ja, ah, jetzt wird wieder harter Grabenkampf. Ey, werden wir uns hier noch in den 2 Minuten hier vorbomben? Keine Ahnung, wie weit wir hier kommen. So, wie sieht's aus? Den nächsten kommen nach vorne. Haben wir noch Truppen, die in Anmarsch sind? Eieieiei, ich glaube, oh ja. Aber es wird nicht reichen. Zeitlich wird es nicht reichen. Wir sind da wirklich gut unterwegs. Aber wir sind, ja, hier lege ich was drauf. Eieieiei, das ist. Da werden wir hier im Grabenkampf noch hingehen. So, Batterie. Oh, jetzt sind wir da. Das ist. Oder ein heftiger Kampf um den Graben. Ergeben, warum? So, unsere. So, jetzt habe ich noch mal ein paar Truppen herangeführt, aber die werden es im Großen und Ganzen nicht groß ändern können. Wir haben zu wenig Truppen hier gehabt. Zwei drinne. Die anderen gehen hier vor. Ihr kommt mit da rein. Okay, da sind einige im Graben. Also die Verluste, die sich hier gerade einstellen, die sind ja wirklich gigantisch. Hier geht noch weiter vor. Der Graben wurde verloren. Hier müssen wir hier gucken, ob wir den noch halten können. Da ist der Kampf im Graben in Gange.
So. Kriegen wir noch mal mit der Artillerieschläge hin? So, und dann mal gucken, ob wir den. Ja, kriegen wir die Haubitze noch? Oh, holy moly, das war mal eine Schlacht. Ja, das Ergebnis, da bin ich gespannt. Wir haben im Kampf um Lunéville ein Patt erreicht. Verluste der Alliierten, 5000 für Artillerie, Ballons zerstört. Ja, die Alliierten müssen mehr für ihre Verluste bezahlen. Aber wir haben noch keinen Stern bei Lunéville abgearbeitet. Das scheint echt schwer zu sein. Brauchen wir mehr Artillerie bei so einem Angriff? Kann durchaus sein. So. Ja, meine Let's Play-Freunde. An der Stelle werde ich erstmal wieder eine Pause machen. Wir werden in der nächsten Aufnahme werden wir von Saarburg auf Lunéville den Angriff nehmen. Wir haben dort die Regionsmoral auf minus 30. Wenn uns das nicht hilft, dann weiß ich auch nicht. Dann, ich wünsche euch alles Gute. Bewertet den Kanal, gebt Kommentare ab und sagt mir, was ihr euch so wünscht. Euer Panthersprung.